So, hallihallo und willkommen hier vom Kanal. Mein Name ist Jake Glocksen, das ist 20XTX und die Nina ist dran. Es ist Mittwoch bei euch dann hier irgendwann, ne? Und ja, die Nina mit einem frechen Lauf. Ach so, halt, stopp, immer das gleiche, Chips und so. Wir haben 55 Chips, Falldamage verhindern. Gerne. Und jetzt werden wir den auch zwischendurch wahrscheinlich mal finden, ist das schön. So, Increased Effects of Body Armor. Also wir haben einen Haufen Chips gerade zum Ausgeben. Jetzt bin ich gerade dabei, das Ding ist so nutzlos. Das Freischalten von diesem Update ist so nutzlos. Eigentlich. Ich meine, irgendwann muss ich es mal machen, aber heute habe ich keine Lust zu. So, dann nehmen wir doch lieber erhöhte Bodycore-Dingsbums. Und so, jetzt haben wir noch 13 Chips drüber. Damit fällt Kunterbunt Mixmatch hier raus. Leaf Metal Dingsbums, become fast and durable as the wind. Also schneller und instabiler. Und Deconstructors might slain enemies, damage the neighbors. Achso, direkt Flächenschaden, das ist doch schön. Das nehmen wir doch direkt mal mit und noch einen Token. Und dann sind wir jetzt auch bereit für einen frechen, also schweren Lauf. Und wie ich das schon angekündigt habe und worauf ich mich auch schon die ganze Woche freue, ist weitere Versuche im Bereich Endloslauf. Weil ich immer noch keine Ahnung habe, wie das so in den Leveln quasi 8 plus irgendwas aussieht. Und wenn ich da irgendwann mal bis dahin komme, dann werden wir das wissen. Und darauf freue ich mich jetzt, dass das mal klar ist. Und das machen wir jetzt. So, als erstes der Lotus, das ist ja total toll. Wenn ich als erstes auch direkt eine Waffe finden würde, wäre das noch viel toller. So, da steht das erste verdammte Pferd rum. Und rennt einfach mal in mich rein. Ist das schön. So. Ja, wie gesagt, also Waffe finden wäre das Nonplusultra jetzt für den Anfang hier. Zum Beispiel den Forklator. Alles andere wäre kacke. Oder nicht so gewünscht. So, kann man, gibt es hier unten noch was? Nein, schön, dass wir gucken können. Hier gibt es zwei Muttern. Okay. So, aber auch Body Armor ist jetzt natürlich total gefragt, wenn wir schon das Update haben. Geh kaputt, Junge. Danke. Nehmen wir die Kiste auch noch mit. Ja, wir werden uns die Herausforderung definitiv angucken. Gerade so auf Level 1. Kein Schaden, na, wenn es sein muss. Ich versuch's. Mehr als versprechen kann ich's nicht. So, Nummer 2. Achso, gibt doch immer. Die Minen sind ja in dem Moment hier ziemlich das Nervigste. Die verdammten Bodenkrabbler. So, your charge attacks vaporous enemies, Schatz. Super, also wenn ich was Aufgeladenes wegschmeiße, dann werden davon gegnerische Geschosse zerstört. Wenn, ist hier immer die Frage. Auf Wiedersehen, Mutter. 1, 2, 3. So, geht's hier runter? Nein, da geht's auch nicht runter. Es ist schön, also, ja, ne? Wir brauchen uns jetzt um Abgründe hier keine Sorgen machen, ist das schön. Toxische Brühe ist da natürlich außen vor. So, in Höhe Mobilität reduziere Schaden. Nee, der Lotus wird so schon lange genug dauern. Da muss das nicht sein. Das hasse ich jetzt schon wieder. Ich hoffe ja, dass mit Nina jetzt hier, dass hier keine kleinen Lotusse gespawnt werden. Das ist irgendwie immer noch total unterschiedlich. Oder es liegt wirklich am Schwierigkeitsgrad. Das könnte natürlich auch sein. Weil mit der Nina darf ich jetzt definitiv unten bleiben. Oder an der Wand oder so. Das ist natürlich optimal, wenn der Lotus jetzt da drüben auftaucht. Also ich sehe bis jetzt noch keine kleinen Lotusse. Das heißt, wir gehen mal hier ein bisschen in die Offensive. So, komm her, ich mach dich platt, Junge. Na gut, toll, jetzt hängt er den ganzen Tag da oben rum. Da geh ich jetzt nicht hin, bin ich jetzt faul. Da warten wir einfach mal. Na, das sieht auch schon besser aus. Einfach drauf. Gut Holz quasi. La la la. Ach, sehr schön. Na, siehste. Will gar nicht so Kopf machen brauchen. So, Enemies, Gegner schmeißen mehr Muttern, sehr schön. Ja, keine Ahnung. Also bei Nina jetzt wieder keine kleinen Lotus, so Level 1. Level 1 Lotus, ja. Interessant, das sah letztens bei Ace noch ganz anders aus. So, 6 plus 6 Energie und ja, wir nehmen die Muttern. Wir nehmen immer die Muttern.
wenn es nicht gerade hier die Twins oder sowas ist. Und dann nehmen wir die Twins auch immer direkt hier uns in Level 2 vor. Denn Level 8 Twins sind scheiße. Machbar, aber scheiße. Nein, das kannst du ganz total knicken, kannst du das. Dass du mir hier mit deinem verdammten Flugangriff, und mit Flug meine ich PF, den Tag versaust. Gut. So, hier geht's als erstes nach links. Gott, und diese Flaps, diese nervigen Flaps. Warte, nein, ach scheiße, zu lang gewartet. Oh Gott, also jetzt habe ich nicht getroffen. Wo habe ich meine Abenteuerbrille quasi mit der Stärke? Meine Lesebrille, weiß ich, wo die ist. Auch mehr Sprungkraft, sehr schön. Ach, na toll. Ja, wir werden an der ersten Zwischenkammer hier verrecken. Ach komm, leck mich doch. Ach komm, ey, unglaublich. So, jetzt aber hier. Ach du Scheiße, war das peinlich. Es ist übrigens 8.50 Uhr bei mir gerade. Früh. Soll keine Ausrede oder sowas sein, aber zumindest eine Ergänzung der aktuellen Situation bei mir mit der Aufnahme. So, fliehe. Warte mal, erstmal machen wir F4 fertig. Äffchen kann nämlich noch gar nichts auf Level 2. Jetzt kommt noch der ein oder andere Flap, der Gott sei Dank ein bisschen Lebensenergie fallen lässt. Sehr gut, 3 Stück sogar. So, da können wir uns auch Fliehe vornehmen. La la la. Na. Es war wieder so klar, war ich wieder hektisch. Schön drauf warten. Wir haben es überhaupt nicht eilig, noch nicht. So, jetzt gibt's einen Helm. Dashing Fires a Powerful Blast. Super. Das ist total toll. Ich warte jetzt immer noch auf Body Armor hier. Wie sich das gehört? Wie sich das gehört, ja. Gibt's natürlich den Body Armor hier klischeehaft wahrscheinlich als letztes. Wenn wir schon eine Erweiterung dafür haben. Tschüss Mutter. Ich habe leider noch keinen Magnet dabei. Da oben müssen wir nicht hin. Ah doch, da oben müssen wir hin. Alles klar. Denn da oben geht's noch weiter. Ich warte lieber auf die nächste Plattform. Jetzt mal den Lotus kaputt kauen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Achso, hier ist ein Shop. Sehr schön. Mit 38 Muttern. Ach, siehst du, Body Armor. Dashing grants a shield. Müsste ja dann ein besserer Schild sein. Ich nehme es einfach mal mit. Das ist jetzt bestimmt ein ganz toller, ganz toller, ganz großer Schild. Ist der größer? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, größer ist nicht alles, aber größer ist trotzdem schön. So, oh ja gut, da ist der Shop auch schon wieder. Mehr Nüsse haben wir jetzt trotzdem nicht gefunden dadurch. So, die Twins Level 2. Ich hätte noch ein bisschen Gesundheit kaufen sollen. Eventuell. Aber ich hoffe einfach mal, dass die jetzt weder so arg kompliziert noch unbedingt sehr aushaltend sind, was die Lebenspunkte angeht. Die machen aber so ziemlich auch das gleiche wie in höheren Leveln, ne? Scheiße. Die machen das gleiche wie in höheren Leveln. Das ist so gemein eigentlich. Also die vom Schwierigkeitsgrad werden die von Anfang bis Ende einfach nur schwerer. Blöd. Dass die sich aber auch immer genauso mit abwechseln damit, wer wo steht. Das ist voll gemein eigentlich. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die machen das mit Absicht, dass man immer die abwechselnd angreifen muss halt. So, Nummer 1. Jetzt komm mal bitte runter, Nummer 2. Weiter runter, bitte. Wie soll ich denn da vernünftig angreifen? Es gibt sie. Da rausche ich sogar da rein. Jetzt hängt er wieder sonst wo rum hier. Ja, da kannst du den ganzen Tag lang deine Lenkraketen machen. Da steht keiner, da interessiert das keinen. Ach, warum nehme ich jetzt die Glaskanone mit? Verdammt nochmal. Weniger
Weniger Leben, mehr Schaden, ne? Das ist total toll. So, ja, jetzt müssen wir den Schild nehmen, wie sich das gehört. So, auch Eternal Star willst du eigentlich so schnell wie möglich aus dem Weg haben. Das ist auch wieder mein Lieblingslevel hier mit wenn man so wenig Leben hat. Komme ich da an irgendwas ran gerade? Nee, ne? Ich glaube. Ich bewege mich doch. Ach du Scheiße. Die hocken ja auch wieder überall die Flachs. Ja, also hier doch lieber von hinten. Komme ich ran? Ja, sehr schön. Ich gehe da nämlich definitiv nicht runter. Ach so, ich erreiche den mit einem großen Angriff, nur wenn er gerade nach oben guckt. Das ist ja sehr eingeschränkt hier. Denn runter, weiter runter gehe ich auf jeden Fall nicht. Das ist mir alles viel zu gefährlich gerade. Ach Gott, ja, dementsprechend dauert das natürlich auch. Aber ist mir egal. Was hat die Nina eigentlich aktuell für eine Frisur? Die sieht total komisch aus. Ach so, die... Super Saiyajin-mäßig, wenn man auflädt, geraten die Haare in Wallung. Das ist natürlich auch gut zu wissen. Nein, Arsch, halt, stopp. Man sollte schon warten, bis eine Plattform da ist, bevor man da springt. Ach, Leben. Köstliche Lebensenergie. Ah, Gottes Willen. Was für akrobatische Höchstleistung hier heute. Und das sind Level 2, 3. Da, 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 da. Ja, toll, der blöde Flap. Hau doch ab. Hau doch einfach ab. So. Ach, diese blöden Flaps. Einfach mal treffen. Einfach mal treffen. Ich fühle mich sehr verwundbar gerade. Muss ich sagen. Also. Fliehe. Na gerne doch. Wir versuchen es direkt nochmal. Ach du Scheiße. Wie gut das aktuell geht mit den Lasern. Super. Ach Gott. Bitte irgendwas anderes, vernünftiges, bodymäßiges. Oder einfach mal in Level 3 den Doppelsprung. Sehr schön. Oh, das gefällt mir gut. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt haben wir gleich viel bessere Karten, was jetzt ziemlich alles angeht. Nicht nur Mobilität, sondern auch Survivability. Geht's hier noch runter? Nein. Hätte ja klappen können. Haha. Doppelsprung sei Dank. Können wir hier gut abkürzen. Ich liebe es. Danke. Gut, dass wir verglichen haben. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Ja, schön drauf warten. Naja, schön drauf warten, habe ich gesagt. Ach, der hässliche Flap dazwischen noch. Naja. Ach so, hier geht's weiter. Na toll. Dann war da unten, ging es da unten wieder nach rechts weiter. Na super. Könnte mal echt einer Leben schmeißen hier. Ah, nein. Scheiße. Oh, ah. Ach komm. Ah, ja, Gott sei Dank. Ne, toll. Gott sei Dank haben wir da wenigstens nicht zwei Leben verloren. Das gibt's ja nicht, wie ungeschickt man fallen kann. Total gemein. Hier geht's gar nicht nach rechts. Ey, ich weiß nicht, jedes Mal, wenn es hier irgendwie so Plattform und sonst was mäßig nach oben geht und nach links, denke ich, da ist ein Zusatzgang quasi, ist aber gar nicht immer der Fall. Voll gemein eigentlich. So, jetzt darf ich hier nochmal hoch. Mit einem Lebenspünktchen. Gottes Willen. Mit einem Lebenspünktchen. Ich bin begeistert. Bin begeistert und bin gespannt, wie lange das noch gut geht. Oh, nein, nicht Energie. Ach, scheiße. Warum habe ich eigentlich nicht den Schild an? Ist immer das Gleiche. Warum nur? Das würde doch so viele Probleme von vornherein erstmal direkt abcanceln.
Hier geht's nach links. Meine Fresse. Die ganze Zeit tut mir hier der Flap hinterher fliegen. Ha, das war knapp. So, jetzt ist hier hoffentlich was Vernünftiges drin. Wie zum Beispiel. Erhöhe Angriffsgeschwindigkeit. Naja. Ach Gott. Spannend. Warum wird das immer so verflucht spannend hier? Also da muss ich aber wirklich sagen, das ist das, was mir an Leuten, die wirklich Spiele perfekt spielen können, überhaupt nicht gefällt. Du weißt, dass die gut sind, du weißt, dass die perfekt sind und dann weißt du auch, dass sie es schaffen. Und dann ist es doch total langweilig. Da finde ich so mittelmäßige Leute wie mich hier doch schon interessanter. Ja, genau, wir möchten noch weniger aushalten hier. So, du bist 10% runtergesetzt. Quatsch, auf 10 Muttern runtergesetzt. Mehr Glory Zones. Super. Health Pickups might grant Armor gegenüber das mit dem Powerful Dash, ne? Glaube ich. Ja, genau. Ne, ja, genau. Powerful Blast. Ja. Ich denke schon. So, und mehr Glory Zones. Warum eigentlich nicht? Für die Glorie. Super. Und ja, wir nehmen uns ein kleines Gesundheitspünktchen mit, denn wir haben jetzt noch 2 Gesundheitspünktchen insgesamt. Oh Gott. Ich ahne eine Niederlage. Vor allem gegen den Penner. Ich habe jetzt gerade hier übrigens so ein bisschen versucht, in der Luft zu dashen. Geht natürlich nicht. Hätte ja klappen können. So, nein. Ah, einfach Abstand und sich treffen lassen, so eine Scheiße. Der mit seinem fucking, mit der Shade-Spur, oder was das da ist. So, das war ein wunderschöner Lauf von 15 Minuten, Scheiße. Im Endlos-Modus. Gut, was machen wir denn da? Wir machen einfach mal weiter. Noch ein, zwei Level, wir haben Chips, Scheiße, 14. Wir haben 14 Chips. Das ist jetzt nicht wirklich die Welt. Damit kriegen wir nicht mal hier irgendwas freigeschaltet. Und den Wavebeam will sowieso keiner haben. Ja, keine Ahnung. Maximal Energie oder In-Level-Shops bekommen very safe Labs. Oh ja, bitte. Warum eigentlich nicht? Na komm, dann nehmen wir die beiden. Ich meine, ist jetzt nicht unbedingt, das wird jetzt nicht unbedingt der lange Lauf. Wahrscheinlich bloß ein, zwei Level. Aber naja. Ja, so schnell kann es gehen. Aber manchmal hat man aber auch kein Glück mit den Pickups. Mit dem Loot, was hier so in der Gegend rumliegt. Oder in der Gegend rum fallen gelassen wird. Ich überlege gerade, ob ich gerade bei Eternal Star was hätte anders machen können. Selbstverständlich hätte ich was anders machen können, aber ob ich hätte was anders machen können, um das besser zu... Dings nicht, ich hätte noch mehr Abstand nehmen können, nachdem ich die Seite gewechselt habe, also auf die rechte Seite. Ich hätte mehr Abstand halten müssen. Ich hatte aber lustigerweise auch nicht mit dem Schattenangriff da gerechnet. Mit diesen riesigen, durchsichtigen Pfeilen, ne? Muss ich wirklich zugeben. Und die hat er dann auch direkt ausgespielt. Wo will ich denn hin? Kam die Kante eher als die Sprungtaste. Sowas aber auch. Hier geht's ja. Sie wieder rechts und wieder nach oben. Und wo ist jetzt hier richtig? Na toll. Ja. Ich habe keine Ahnung. Das sieht mir jetzt hier doch eher nach dem Bonusgedöns aus. Oder nach der Abzweigung. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Oh Gott, und mit mehr oder weniger null Sprungkraft ist das richtig scheiße. Jawohl. So, ja wie, jetzt Shops become very safe Labs. In-Level-Shops become very safe Labs. Das ist ein In-Level-Shop. Und das ist ein In-Level-Shop. Verstehe ich da was falsch?
Mit drei Muttern? Scheiße. Raus hier. Hä? Das ist seltsam. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt ein Very Safe Lab, aber irgendwie nicht. So. Hätte ich mir jetzt sehr gewünscht hier. Nochmal ein bisschen Action zu machen mit einem... Ja, toll. Das war sehr intelligent. Da komme ich gerade nicht an. Wie viele Kisten hier rumstehen. Weißt du, hier versteckt sich die ganze Lebensenergie, die ich im letzten Lauf gebraucht hätte. So, B-Swift. Sind wir doch immer. Hat er gleich. Mein Gott. Da kommen noch zwei Wellen, verdammt nochmal. Und alles Mörderdrohnen, Alter. Diese Hecken hocken aber auch genau so, dass man da nicht vernünftig rankommt. Scheiße. Ach komm. Was für ein Scheiß. Dafür schon wieder zwei Lebensenergie verloren, die ich gerade wieder bekommen habe. Aber naja. Mann. Noch eine Lebensenergie, die wir jetzt schon wieder nicht brauchen. Das verstehe ich gerade nicht mit dem Ingame-Shop. Ob das ein Bug war, ich weiß es nicht. Quasi Bugware. Nein. Jetzt darf ich wieder auf die nächsten 12 warten. Können ja ein bisschen nach oben gucken. Jetzt haben wir es. Hey. Da. Schön drauf warten. Erst aussteigen, wenn das Signal ertönt. Na gut. So, Hirnpower. Super. Power Steal slightly more damage. Das ist total hilfreich. Okay, cool. Alter Schrapnellfuchs. Ja, das dachte ich mir, dass du so einen Scheiß am Anfang machst. Wisst ihr, warum ich eigentlich von vornherein immer so weit weg, immer so nah dran stehe? Weiß ich gar nicht. Von Ace gewöhnt wahrscheinlich. Ist ja gut jetzt. Einfach sterben. Ach Gott. Na toll. Der hat's echt drauf, der Level 1 Kurschein. Mist. Ach Gott. So, zum Abgewöhnen. Was gibt's denn hier heute? Enemies droppen mehr Energie. Toll. Und jetzt nehmen wir die Muttern, weil es nichts bringt. Die Bonustruhe, weil sie gerade da ist. Und die Chips natürlich. Haben wir jetzt schon wieder mehr Chips als beim letzten Lauf. Ist doch toll, ne? Da hat der Ace wenigstens ein bisschen was zum Ausgeben. Okay, ja, dann wäre es das heute mit der Yes, Safe and Quit. Dann wäre es heute mit der Nina gewesen. Sehr erfolgreich, haben wir total gemerkt. Und machen dann mit Ace weiter. In der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.